So, moin St. Pauli. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Und ich möchte euch ein bisschen was erzählen zu dem, was ist eigentlich passiert bisher? Was ist eigentlich dieses komische, ominöse Pauli-Haus? Und wie wurden in der Vergangenheit hier Entscheidungen getroffen? Die meisten von euch kennen mich sicherlich noch nicht. Darum stelle ich mich kurz mal vor und sage euch, warum ich hier bin. Auch ich bin Anwohnerin auf St. Pauli. Ich lebe mein ganzes Leben lang schon in Hamburg und ich liebe diese Stadt und ich liebe vor allen Dingen dieses Viertel mit seinem Facettenreichtum, mit seinen ganzen Farben, mit seinem Widerstand, mit seiner Widerspenstigkeit und Alternativität. Und darum interessiert mich natürlich auch, was hier in diesem Viertel passiert und nicht, was hier nur heute passiert, sondern auch, was morgen passiert und was übermorgen passiert und wie hier eigentlich Entscheidungen getroffen werden. Und darum bin ich vor ziemlich genau 8 Wochen das erste Mal auf einer Nachbarschaftsversammlung gewesen, direkt hier um die Ecke im Maharaja, wo es genau um dieses geplante Bauprojekt ging. Und ich wurde dort informiert und ich habe da einige Sachen erfahren, die mich so sehr bewegt haben, dass ich für mich entschieden habe, dass es jetzt Zeit ist, mich zu bewegen. Und dass ich keinen Bock darauf habe, dass hier weiterhin so entschieden wird, wie es bisher war. Und darum bin ich heute hier und erzähle euch ein bisschen, was bisher passiert ist. Bis 1972 war die Rindermarkthalle, wie der Name das vermuten lässt, eine Halle für Viehhaltung, die dann in den Schlachthof nach nebenan ging. Also auch dieser Name ist kein Zufall. Und ab 1972 wurde die Rindermarkthalle vor allen Dingen von Supermärkten genutzt, ganz vorne ran, der Realmarkt, der hier war und 2010 geschlossen wurde. Da die Schließung bekannt war, gab es im März 2009 eine Bezirksversammlung in Hamburg-Mitte, wo man gesagt hat, hier soll etwas entstehen, was für den Kiez gut ist, was für die Nachbarn gut ist. Die Nachbarn sollen mitentscheiden. Man soll ein stadtverträgliches Nutzungskonzept entwickeln. Das war im März 2009. Im März 2010 gab es dann auf einmal diesen Entwurf, der im Hamburger Abendblatt erschien, ohne dass die St. Paulianer und St. Paulianerinnen etwas davon wussten. Der Widerstand gegen dieses Baukonzept und gegen diese Nutzung, die überhaupt nicht abgesprochen war, war dermaßen groß, dass im November 2010 diese Pläne für dieses Bauprojekt erst einmal auf Eis gelegt wurden. Wieder gab es die Ansage, jetzt sollen aber wirklich die Bürger entscheiden. Es gibt ein Workshop-Konzept, tut euch zusammen, gebt uns Ideen, was sollen wir damit machen? So wurde die Wunschproduktion Unser Areal gegründet. Eine Bürgerinitiative, die sich darum gekümmert hat, dass die St. Paulianer und St. Paulianerinnen gehört werden. Zwischen September 2011 und August 2012 konnte man hier Ideen einreichen. Das heißt, das Ganze war ein halbes Jahr da. Alle Bürger und Bürgerinnen konnten sich beteiligen. Erstaunlicherweise mal wieder, einen Monat nachdem diese Planungswürfel da standen, gab es auf einmal ein Konzept von Edeka Nord. Und dieses Konzept wurde dann auch durchgeführt und ist die jetzige Rindermarkthalle. Jetzt muss man sagen, ich als Anwohnerin, ich mag die Rindermarkthalle, ich finde das Konzept gar nicht schlecht. Ich finde es gut, dass man da einkaufen gehen kann. Ich finde es gut, dass ein paar der alten Sachen, wie die Moscheen zum Beispiel im ersten Stock, dass die erhalten wurden. Trotzdem hatten wir wieder nicht die Möglichkeit, als Anwohner mitzubestimmen. In diesem Fall haben die Investoren das ganz gut gelöst. Auf der anderen Seite des Kiezes, auf der Reeperbahn, fand relativ zeitgleich der Kampf um die Esso-Hochhäuser statt. Auch da wieder ein wahnsinniges Wirrwarr aus Eigentümern, Investoren, aus dem Rausgraulen der damaligen Mieter und Mieterinnen. Aber es hat sich daraus eine große Initiative gegründet. Im Januar kam zwar der Abrissbefehl, die Gebäude konnten nicht gerettet werden. Aber wer jetzt dachte, das war das Ende vom Kampf, der hat Unrecht. Denn im Endeffekt war das der Anfang. Denn aufgrund dieser Esso-Hochhäuser wurde die Planbude gegründet. Die findet ihr heute immer noch. Die steht neben dem alten Gelände. Da haben sich Leute zusammengetan und haben gesagt, hier könnt ihr jetzt mitbestimmen. Das Ziel war, Stadtplanung neu zu denken und zu gucken, welche Alternativen gibt es eigentlich zu diesen reinen Investoren und dass immer nur alles nach Geld entschieden wird.
Es haben sich wahnsinnig viele Leute beteiligt und es waren am Ende über 2300 Einreichungen von Bürgern und Bürgerinnen, die mitentscheiden wollten, was passiert zukünftig auf dem Kiez. Daraus ist der St. Pauli-Code entstanden. Eine Frage, kennt ihr alle, oder anders gefragt, wer kennt den St. Pauli-Code nicht? Das sind schon einige. Der St. Pauli-Code bringt das zusammen, was den Anwohnerinnen und Anwohnern hier wichtig ist. Es wurde gefragt, was macht für euch St. Pauli aus? Was müssen neue Bauprojekte eigentlich beinhalten, damit sie für euch richtig sind? Und daraus ist diese Essenz entstanden. Natürlich noch viel mehr, aber das ist die Kernessenz. Wir wollen hier Unterschiedlichkeit statt Homogenität. Wir wollen günstigen statt teuren, vor allen Dingen Wohnraum. Wir wollen, dass hier Raum ist und Toleranz auch für Leute, die nicht der Norm entsprechen. Wir wollen, dass hier jeder willkommen ist. Wir wollen alt vor neu und wir wollen selber machen statt Konsummeile. Und wir mögen schmuddeligen Glamour und wir brauchen keine Hochglanzgebäude. Die gibt es in Hamburg nur wirklich genug. Und dieser St. Pauli-Code wurde dann auch 2015 vom damaligen Bezirksamtsleiter Andi Grote bestätigt. Wir haben also gedacht, super, wir haben es endlich geschafft. Jetzt werden wir gehört. Jetzt bei neuen Baukonzepten werden sie sich daran richten, weil sie haben ja gesagt, sie machen es. Wie kam es jetzt aber zum Pauli-Haus? Und entspricht dieses Bauwerk eigentlich dem damals festgelegten St. Pauli-Code? Das haben wir uns gefragt und wir haben uns das angeguckt. 2015 begann die Planung. Die Steg, eine Stadtentwicklungsgesellschaft, seit 2003 übrigens in privater Hand, wünschte sich ein Bürogebäude auf dem Gelände der Rindermarkthalle, da wo heute das Maharaja ist. Damals war es nur eine lose Idee, eine Randbebauung, es war von Multikulti die Rede, von einem bunten Allerlei, es gab keine festen Pläne, nur den einen, hier soll ein Gebäude entstehen. Die Argus und das Team Hamburg waren bereits da beteiligt und haben auch von Anfang an gesagt, wir möchten mit in dieses Gebäude ziehen. Wer hier nicht genannt war und wer jetzt auch unbedingt in dieses Gebäude will, und das ist sehr wichtig, ist die Panke Markenmacherei. Warum ist die so wichtig? Weil im September 2016, also ein Jahr später, zum ersten Mal das Wort Wirtschaftsförderungsfall auftauchte. Die Panke Markenmacherei droht nämlich damit, wenn sie da nicht reinkommen, dann gehen sie nach Berlin. Ich sage, dann geht doch nach Berlin. Anderthalb Jahre, nachdem das letzte Mal eine Information an die Anwohnerinnen und Anwohner gegangen ist, gab es dieses lustige Schreiben. Ja, damals ist die Rede davon, dass ein fünfstöckiges Bürogebäude entstehen soll, was für die Flächen im Erdgeschoss noch keine konkrete Nutzung hat. Die Flächen sollen aber die Bedarfe aufnehmen, die im Quartier vorhanden sind. Vorgesehen sind kleinteilige Ladengeschäfte und oder Werkstätten, die jungen Unternehmen mit lokalen Bezugentwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Das klingt jetzt erstmal sehr schön und es gab natürlich auch die Möglichkeit, damit zu entscheiden und zwar an genau drei Tagen. Donnerstag, 16. Februar, Freitag, 17. Februar und Samstag, 18. Februar 2017. Da gab es einen Infostand in der Rindermarkthalle, wer da keine Zeit hatte, tja, Pech gehabt, gab ja auch noch eine Online-Umfrage. Gut, gab jetzt keine große Werbung dafür, aber es gab immerhin eine Homepage, da hätte man das ja finden können. So viel zum Thema Mitbestimmung. Der Bauplan damals oder das Konzept dieses St. sogenanntes Pauli-Haus, damals noch unter dem Namen Bild in St. Pauli, sah so aus. Ein luftig leichtes Gebäude mit viel Platz, mit einem großen Bürgersteig, auch ganz viele Ballons drumherum, damit das noch netter aussieht, ist ja wichtig, soll uns ja nicht verschrecken. Heute sieht das Ganze allerdings so aus. Das ist das aktuelle Pauli-Haus, was im Jahr 2020 gebaut werden soll, auf dem Gelände der Rindermarkthalle. Ja, aber was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Wie kann denn das sein, dass dieser nette Entwurf zu diesem Klotz geworden ist? Im Oktober 2017 gab es einen städtebaulichen Wettbewerb. An diesem Wettbewerb haben sich 5 Firmen beteiligt und haben Konzepte eingereicht, wie dieser Neubau aussehen könnte.
Am 29. und 30. Januar 2018 konnte man sich diese Konzepte angucken als Bürger. Man musste allerdings eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, wenn man das gemacht hat. Sehr guter Kommentar. Genau, man fragt sich, warum? Transparent ist das nicht. Mitbestimmung ist das nicht. Und weil das alles so scheiße gelaufen ist, gab es auch im Januar eine Juryentscheidung, wo der Quartiersberat Caroline Viertel von Anfang an gesagt hat, die hatten eine Einladung, ob sie an der Jury teilnehmen wollen. Des Beirats nur wurden wir eingeladen, uns auf Karten zu entscheiden. Toller Vorlauf. Genau, richtig. Es war sehr, sehr kurzfristig und auch aufgrund dessen, dass der Beirat gesagt hat, naja, das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, wie wir das hier planen würden, haben sie die Teilnahme an dieser Jury abgelegt, weil sie nicht das Gefühl hatten, dass da irgendwas mit den Bürgerinnen und Bürgern abgesprochen war. Weil die Anwohner bis dahin mal wieder nicht in die Prozesse einbezogen wurden. In diesem Jahr fand dann auch die Anhandgabe durch die Kommission für Bodenordnung an das Baukonsortium statt. Das heißt, dieser wunderbare Klotz kann eventuell geplant werden. Es ist allerdings noch nichts entschieden. Und wir fragen uns jetzt, soll das da eigentlich unsere Zukunft sein? Ist das das, was wir mit dem St. Pauli-Code meinten? Sind das die Werte von St. Pauli? Wie seht ihr das? Wollt ihr das? Und nicht nur ihr wollt das nicht, sondern auch noch andere Anwohner wollen das nicht. Viele Nationen, die hier wohnen, die miteinander leben und jeder achtet den anderen. Keiner nimmt dem anderen krumm, dass er hell ist oder dunkel ist oder Islam oder sonst eine Religion anbetet. Und das ist das Schöne hier. Es ist eine Familie so von gut 20.000 Leuten. Man kennt sich, man grüßt sich und das schätze ich auch. Also. Da sind wir schon beim St. Pauli-Haus. So geht's schon mal gar nicht. Ihr müsst mit uns reden. Ihr müsst schauen, was wir brauchen, weil noch mehr Büroraum, nee, brauchen wir nicht. Noch mehr Kommerz brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Und überhaupt, so geht's halt nicht. St. Pauli-Haus, redet mit uns, beachtet den St. Pauli-Code. Das Pauli-Haus spricht gegen all das, was St. Pauli eigentlich ist, nämlich Vielfalt, offen, keine Büroräume, davon haben wir genug. Ich halte nicht sehr viel davon. Ich denke, wir haben genug Büroflächen hier in diesem Stadtteil. Ich denke, wir brauchen mehr Wohnraum und wir brauchen mehr Orte, an denen sich die Menschen in diesem Stadtteil treffen können. Solidarität ist alles, sage ich immer. Solidarität ist alles. Schließt euch zusammen und dann klappt das auch. Denn wenn man sich zusammenschließt, dann entsteht so eine Stärke, wo kaum einer was machen kann eigentlich. So kleine Existenzen, die werden vernichtet. Das ist grauenhaft. Das ist Behördenwillkür und Politikwillkür. Wo man hinguckt heute. Es kotzt mich an.